heute hier. Was empört mich überaus? Ich möchte besonders sachlich bleiben, deshalb aus dem Buch von Bernhard Weidinger. Er hat 6 Jahre daran gearbeitet, akademische Burschenschaften und Politik in Österreich nach 1945. Kapitel 2, Nationalsozialismus und postnazistische Restauration, Seite 45. Für den Bereich der Burschenschaften sein beispielhaft genannt der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes Ernst Kaltenbrunner von der Arminia Graz, also der Mordzentrale des Dritten Reiches, der Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka und vielfache Euthanasiemörder Irmfried Eberl von der Burschenschaft Germania Innsbruck, Seite 89. Und das ist jetzt sehr wichtig. Sofern diese Bemerkung sich auf Ausschlüsse von Mitgliedern bezieht, die an Menschheitsverbrechen beteiligt waren, überrascht sie insofern, als in keiner der eingesehenen burschenschaftlichen Quellen aus Österreich Hinweise, zumal konkretere, auf eine solche Ausschlusspraxis gefunden werden konnten. Sehr wohl belegt ist dagegen, dass burschenschaftliche Protagonisten der Endlösung, wie Ernst Kaltenbrunner, Arminia Graz, Irmfried Eberl, Germania Innsbruck oder Gerhard Lausecker, der Mörder des Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Innsbruck 1938, von der Suevia Innsbruck, von ihren Bünden ein ehrendes Andenken bewahrt wurde. Diese Fakten muss man kennen, dann versteht man meine Empörung. Wie sagte der ehemalige KZ-Häftling und Schriftsteller Hans Sahl, fragt uns, wir sind die Letzten. Ihr müsst die Stafette weitertragen. Alles Gute, meine lieben Freunde. Bravo. Ja. Bravo.